Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin, dem 1.2018. Und bei der Gelegenheit alles Gute für Sie zu Hause. Drei tolle Geschichten haben wir wieder für Sie. Erstens, tut das oder tut das nicht? Kennen Sie vielleicht noch aus dem Fernsehen, jetzt live an Bord, das war sehr lustig. Dann haben wir einen Ausflug gemacht zum Space Center, fantastische Bilder. Und ich habe für Sie zum Anfang des Jahres was Ruhiges, nämlich einen Aha-Moment. Viel Spaß! Tut das oder tut das nicht? Der ein oder andere wird es aus dem Fernsehen noch kennen. Wir haben es live an Bord der AIDA Diva gespielt. Und ich sage Ihnen, wir haben so entspannte Gäste mit so viel Humor. Großartig, gucken Sie mal. Wir spielen, okay? Ich schieße dich mit. Würdest du für einen Cocktailgutschein da drüber zu dem Whirlpool gehen, wo die vier gerade drin sitzen und denen sagen, so, eure Badezeit ist jetzt abgelaufen und ihr müsst bitte aussteigen. Machst du das? Hat er es gemacht? Nein. Hat er nicht gemacht. Wir gucken nach. Ja, klar. Und los. Du kannst gerne auf den Zug kommen. Mit wem sind Sie denn hier? Ja, bitteschön. Würdest du für einen Cocktailgutschein dich bei der zum Beispiel Dame dort drüben mit diesem gepunkteten Oberteil einfach kurz auf die Liege setzen für 2 Sekunden und wieder aufstehen und gehen? Ah ja, mach doch. Hören Sie mal genau zu, was er sagt. Machst du das? Ich würde alles machen. Ich würde mich auch ausziehen. Nein. Bitteschön! Würden Sie für einen Cocktailgutschein einmal da drüben an die Poolbar gehen, kurz aus dem Fenster gucken, sich umdrehen und sagen, Mann, sind hier viele Delfine. Das macht er. Macht er? Wir gucken nach. Würden Sie das machen? Nein. Trotzdem schönen Tag. Danke. Oh, hat er nicht gemacht. Das heißt, die Dame gewinnt den Cocktail. Kennen Sie die Dame? Ja, das ist meine Frau. Würdest du für einen Cocktailgutschein jetzt dort rüber gehen, auf die Seite, kurz aus dem Fenster gucken, sich umdrehen und sagen, Mann, hier sind ja mega viele Delfine, schaut euch das alle an. Würdest du das machen? Klar. Das war super. Guck mal. Klar. Dann los. Irgendwo an der Scheibe? Oder? Ja, da, wo die Gäste liegen, so da irgendwo so da dazwischen. Okay. Mensch, hier sind ja richtig viele Delfine. Habt ihr die schon gesehen? An der Diva-Bar stand ein Pärchen und hier drin lief gerade eine Präsentation über den Stoffwechsel, meine Damen und Herren, von unserem Sportbereich. Und damit kommen Sie ins Spiel. Wie heißen Sie? Daniela. Wollen wir spielen, Daniela? Schauen Sie mal. Würdest du für einen Cocktailgutschein dort auf die Bühne gehen, während sie gerade spricht und rufen, Stoffwechsel ist wichtig? Würdest du das tun? Und? Mach da. In der laufenden Veranstaltung. Klar, wieso nicht? Wir gucken. Kann ich machen, ja. Bewusst werden, man guckt mal nach links und rechts, nicht nur hier, sondern generell im Umfeld. Stoffwechsel ist wichtig. Okay. Bitteschön! Oh. War das schön! Oh, die Kollegin war hinterher auch. Hat mir auch einen Cocktailgutschein gekostet. Oh. Meine Damen und Herren, ich hoffe auch gerade alle, die wir hier gezeigt haben, hoffe, dass Sie es mit ein bisschen Humor nehmen. Ansonsten sprechen Sie mich einfach an, dann drehen wir noch einen Clip. Wir haben hier die letzte Szene intern, glaube ich, 20 Mal gesehen. Wir haben Tränen gelacht. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Ansonsten kommen wir zu den Ausflügen. Wir haben einen wunderbaren Ausflug für Sie zum Space Center. Und mein Sohn hat die Bilder gesehen und hat gesagt, Papa, da müssen wir unbedingt hin. Ich fürchte, das wird unsere nächste Reise. Viel Spaß. Thank you.
super schön hier. Vor allem diese Space Shuttle. Einfach die Dimension, die Größen, wie groß die Raketen sind und was der Mensch machen kann, um überhaupt ins All zu fliegen. Wunderbar, super. Während unsere Ensembles sich hinten schon fleißig warm tanzen, gönnen wir uns nach den Feiertagen noch einen kleinen A-Moment. Viel Spaß! Und gerade wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, ist doch die beste Zeit, um seine Reise in die Sonne zu planen. Zum Beispiel mit der Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten in Barcelona und fahren als erstes nach Palma de Mallorca und nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Der nächste Hafen ist Livorno. Noch ein Halt in Marseille an der französischen Küste. Danach geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Barcelona. Im neuen Jahr nimmt man sich ja immer ganz tolle Sachen vor. Haben wir auch gemacht. Wir haben uns vorgenommen, die besten Sachen weiterzumachen. Wie zum Beispiel die Bilder der Woche am Ende vom Primetime Magazin. Viel Spaß! Caught up in your love.